Ja, hallo und herzlich willkommen bei meinem Blog. Wie ihr seht, es ist grau hinter mir geworden. Das heißt, nach etlichen Stunden Wartezeit, ich glaube 5 oder 6 Stunden auf einer anderen Baustelle, gab es eine Komplikation. Deswegen mussten wir so lange auf die Pumpe warten. Ja, ist jetzt auch die Decke gegossen. Unten im Keller, da sieht man jetzt gar nichts mehr ohne Licht. Es ist jetzt eine reine Tropfsteinhöhle, aber ganz verständlich. Es muss halt irgendwo hin die Feuchtigkeit und verdunstet fleißig und tropft noch ein bisschen nach unten. Ja, ich zeige euch noch mal eben kurz die Fläche, die gegossen wurde. Leider haben wir auch noch auf den zweiten Mischer da noch etwas gewartet und deswegen ist es nicht ganz glatt geworden, aber es kommt ja noch Estrich und der wird dann hoffentlich glatt. Okay, viel Spaß und bis zum nächsten Video. Ciao! Ja, wie ihr hier seht, ist schon für die Säule vorgedacht, die hier hinkommt, die Stahlbetonsäule, wo dann der Pfeiler für die Decke hinkommt. Ja, hier vorne diese beiden Knubbel, ich mache das mal eben mit dem Finger, hier und da sind die Auslässe für die Dusche und WC jeweils. Das heißt, da ist jetzt ein Styroporknubbel drin, der dann rausgenommen wird, wenn es fest ist. Sonst seht ihr ein leichtes Loch in der Mitte, aber nicht schlimm. Leider hat es sehr, sehr lange gedauert, bis der zweite LKW kam. Und deswegen hat das andere schon angezogen. Man konnte es nicht mehr ganz gleich verteilen. Aber naja.